Mein Name ist Tim Bengel und ich bin Künstler aus Stuttgart. Jetzt sind wir hier aber in Berlin und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Friedhof. Die Leitfrage dahinter ist so ein bisschen, warum habe ich gelebt oder warum habe ich auch nicht gelebt? Und wenn man dann über den Friedhof läuft, ist man eben in der Lage, sich in den verschiedenen Sprüchen wiederzuerkennen. Und ein Stein widmet sich hier auch, wie wir mit Tieren umgehen. Der Stein, der hat mich auch ein bisschen an mich selber erinnert, weil bevor ich aufgehört habe, Fleisch zu essen vor 5, 6 Jahren, hatte ich auch schon 1, 2 Jahre das Gefühl, dass es eigentlich Unrecht ist. Und ich hoffe, die Leute wollen das nicht auf dem Grabstein stehen haben, dass die ihr ganzes Leben was gemacht haben, was sie eigentlich schon irgendwie gefühlt haben, dass es nicht richtig war. Man sollte alle Sachen, die man fühlt, auf jeden Fall auch durchziehen und sich nicht abbringen lassen von irgendwelchen Traditionen oder Gruppenzwängen. Hört auf euer Herz. Jetzt, wenn man so drüber läuft, dann passen ja viel mehr Steine noch zu dem Thema, als ich dachte. I was creative in finding excuses. Also ich war kreativ darin, Ausreden zu finden. Ich glaube, das trifft auf viele Leute zu, auch wenn ich persönlich mit denen rede, warum sie immer noch Fleisch essen. Die meisten Menschen sind um keine Ausrede verlegen. Aber vielleicht sollen sie es einfach mal machen. Oh, hier, der passt ja auch noch voll gut. Ich glaube, viele Leute wissen die Wahrheit, auch über industrielle Massentierhaltung, aber wollen die irgendwie nicht wahrhaben, schieben die immer weg. Das ist traurig. Ich glaube, man muss auch, wenn man so einen Schritt macht Richtung Vegetarier oder Veganer, für einen Moment aus seiner Komfortzone raus und sich einfach dem neuen Thema ein bisschen öffnen. Und auf jeden Fall wird euch das Verlassen eurer Komfortzone nicht umbringen. Hier, wenn ihr euch fragt, wann ihr anfangen sollt mit einer vegetarischen oder veganen Ernährung, hier ist die Antwort.